Es gibt wenig Orte und Begehungen in die Alpen, die mich so inspiriert haben, wie die des Monte Viso Graz im Winter. Einheimischen nennen den Berg Re di Pietra, den Steinkönig. Also die Geschichte mit dem Monte Viso ist eine recht lange bei mir. Ich habe zum ersten Mal vor wahrscheinlich 11 Jahren von dem Berg gehört und habe dann zum ersten Mal vor 10 Jahren gesehen. Ich habe damals in Frankreich gewohnt, ganz in der Nähe da, und ein Freund von mir, der war ein begeisterter Fan von Patrick Perrault, und hat mir dann von ihm erzählt und hat mir ein Buch von ihm gegeben. Und zwar beschreibt der Patrick Perrault in dem Buch seine Traverse durch die Alpen von Slowenien bis ans Meer nach Nizza, wo er herkommt. Gegen Ende von seiner Traverse durch die Alpen ist er eben zum Monte Viso gekommen. Ich glaube, es war der 135. Tag. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es ist sowas wie sein Meisterstück. Und dass es ihn einfach ganz besonders begeistert hat. Er bezeichnet das in seinem Buch als eine Reise zwischen Himmel und Erde. Und er schreibt dann, wie er unten im Tal angekommen ist, dass er diesmal einfach irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hat, wieder im Tal zu landen, weil es so etwas Besonderes für ihn gewesen ist. Und der Perrault war für mich ein absoluter Ausnahmealpinist, und das, was er da gemacht hat, das hat für mich ganz unwirklich gewirkt, so etwas zu machen. Der ist fett markiert. Das ist, Für diese Traversée Perrault gibt es verschiedene Startpunkte. Also manche Leute steigen ein bisschen später ein, weil der erste Teil jetzt noch nicht so technisch ist. Uns hat es aber getaugt, einfach die ganze Traverse zu machen, so wie es der Patrick Perrault auch gemacht hat. Sicher, es lohnt sich ja immer, früh aufzustehen, wenn man dann mal quasi dieses Aufstehen hinter sich hat. Also wir haben uns für die italienische Seite entschieden. Pian della Regina heißt der Parkplatz. Dann geht man mal ein Stück auf bis zum Col della Traversette. Nachher geht es über insgesamt 9 3000er Gipfel bis auf den Monte Viso auf. Also für mich ist der Monte Viso schon immer irgendwo so da gewesen, weil meine Eltern, die wohnen ein paar Teller südlich, und da fahre ich oft quasi an Turinern vorbei, und wenn schönes Wetter ist, sieht man eben den Monte Viso da so alleine herausragend irgendwie stehen, und es ist ein Berg, den, glaube ich, jeder, der irgendwas mit den Bergen zu tun hat, interessant und spannend findet, anziehend findet. Und genauso war es für mich auch. Die Idee kam von der Babsi, und im Vorfeld haben wir darüber geredet, hey, wäre doch mal super, was zusammen zu machen in den Alpen, und haben da halt geschaut, wo wir die größte Schnittmenge haben. Der David ist ein wahnsinniger guter Ausdauersportler, der sich auch in so kombiniertem Gelände schnell und geschickt bewegen kann. Ist sicher auch ein brutaler Tüftler, was so Ausrüstung betrifft, dass er genau die richtigen Sachen dabei hat, dass es mit dem Gewicht optimal passt. Also da hat er einfach viel Erfahrung, auf die er auch zurückgreifen kann. Mir taugt es, wenn es ein bisschen technischer wird, also wenn ich irgendwo ein bisschen Mix klettern kann, wenn ich ein bisschen klettern kann. Es hat total gut funktioniert. Geben Sie.
im Laufe des Tages wird es immer anspruchsvoller. Man muss nachher halt schauen, dass man einen Weg findet, auf welche Turmeln will man aufklettern, auf welche netter. Ganz sicher ist auch heute noch solche langen Grate eins der besten Trainingsgelände dann für mich als Höhenbergsteiger, für meine Expeditionen zum Beispiel, weil dort bin ich einfach auch unglaublich lange, habe lange Tage, bin da auch immer, muss immer in Bewegung bleiben, muss immer vorwärts kommen und auch einfach habe immer dieses anspruchsvolle Gelände. Das Schöne ist auch, man hat halt weniger diese objektiven Gefahren, dass jetzt halt einem von oben was drauffallen kann zum Beispiel. Wir sind ziemlich schnell vorwärts gekommen, haben dann eigentlich auch das Ziel erreicht, wo wir bivakieren wollten, wo wir uns dachten, da wäre es lässig, in dem Passo Due Dita. Das ist ein kleines Col vor dem letzten quasi drei großen Aufschwüngen vom Monte Viso. Der Schluss hat sich vorgezogen. Ja. Aber ja, müde. Aber das ist immer so, genau. Das absolute quasi Must-Have für solche Biwaknächte. Gut, wenn man nur Luft hat, gell? Ein gutes Kopfkissen. Und? Ist schön, oder? So warm plötzlich, ich muss alles ausziehen. Okay, stimmt. Ich glaube schon. Ja, wir sind am zweiten Tag in der Früh aufgewacht und dann ja, hat man die Sterne nicht mehr gesehen und es hat angefangen leicht aus die Wolken auszuschneiden und ich habe mir gedacht, so ein Blödsinn, das braucht man jetzt echt nicht und das wird schon bald wieder aufhören. Es ist von Turin her nachher da ein bisschen heller geworden. Die Kletterei auf dem Visolotto auf ist eigentlich als so ein Grat beschrieben. Und dann steht man halt einfach mal vor so einer Wand und fragt sich, wo ist jetzt da ganz genau dieser Grat? Guck ich mal jetzt halt, da rechts. Na, also da jetzt ein Grat entlang. Also die Routenfindung ist nicht ganz leicht. Deswegen war es für uns voll wichtig, dass wir im Helm losklettern. Also was mir eigentlich am meisten am Winterbergsteigen gefällt, ist, dass es so kreativ ist. Und es ist immer ein Abenteuer, weil man hat zwar Topo und vielleicht von ein paar Leuten gehört, wie es war, aber eigentlich weiß man erst, wie es ist, wenn man wirklich dort ist und wenn man die Verhältnisse sieht. Und was mir noch voll taugt, ist, dass man mit allen Sachen, die man gelernt hat, im Laufe eines Alpinistenlebens, dass man die kombinieren kann, um nachher die schönste Lösung zu finden, um da durchzukommen. Die Kletterei ist auch am zweiten Tag generell anspruchsvoller und quasi die Schlüsselstellen kommen da dann eigentlich. Wir sind dann am laufenden Seil geklettert und sind zuerst ein bisschen in die Wand eingeklettert, haben dann wieder zum Grat zurückfinden müssen. Es ist dann immer doch noch ein bisschen mehr auf und ab, weil es doch im Topo beschrieben ist. Dann gibt es halt doch einen Abseiler mehr oder man muss noch über ein Dürndl drüber. Wir haben uns immer abgewechselt von der Führung. Mal ist die Babsi irgendwie einen Block vorgestiegen, mal ich wieder. Das hat wirklich perfekt funktioniert. Winter
ist einfach nochmal alles ein bisschen ernster. Es hat nochmal auch, aber irgendwo einen ruhigeren Charakter oft. Die Babsi hat mir schon ziemlich früh an dem zweiten Tag nach der Biwaknacht gesagt, sie glaubt, sie hat sich hier so eine leichte Erkältung irgendwie vielleicht eingefangen. Je höher wir gekommen sind, ist das aber in was viel Ernsteres umgeschlagen. Hey, hey, hey. Ich habe nachher dem David eigentlich gleich gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass etwas nicht stimmt und dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie krank geworden und dass ich jetzt langsamer gehen muss. Boah, Scheiße, ich habe mich gestern verkühlt. Was? Ich habe mich verkühlt gestern. Echt? Weil ich halt einfach einen starken Stich in die rechten Bronchien gespürt habe. Und das war am Gipfel vom Visolotto. Und danach hat mein Brustkorb wehtan beim Abseilen. Und das war jetzt etwas, was ich noch nie erlebt habe, jetzt auch nicht bei einer Erkältung. Nachdem wir über den Visolotto drüber waren, war es eigentlich schon so, dass uns klar war, dass eigentlich der schnellste und beste Weg über den Gipfel führt, nach unten. Haben eine Variante wählen müssen am Monte Viso, die ein bisschen schwieriger ist. Da gibt es links so ein Couloir, das man sonst aufstapfen kann. Und das war aber komplett blank, weil es wirklich keinen Niederschlag gegeben hat. Da war kein Schneeauflag drauf. Ich weiß nicht, ob du dir deinen Camelot wiederholen magst. Da kommst du noch hin. Und wir haben uns dann für ein bisschen schwierigere Variante entschieden und sind rechts den Roten Turm geklettert. Und dann ist es echt so tricky, weil halt auf allen Griffen hast du diese 1 cm Neuschnee. Dann langst du drauf und dann ist es total rutschig. Ich habe gemerkt, dass es mir immer schlechter geht, dass sie immer ein bisschen langsamer wird und dass die Schmerzen einfach mehr werden. Ist aber immer noch gut gegangen. Was ich halt immer im Hinterkopf gehabt habe, ist, dass man dann da wieder runter muss von dem Berg. Sauerstag! Eine Reise, verdammte! Schau mal, das ist schon sau lang, ne? Also da müssen wir nicht runter. Boah, fuck, meine Lunge. Der David und ich haben am zweiten Tag um ungefähr 4 Uhr am Nachmittag dann den Gipfel von Monte Viso erreicht. Zu dem Zeitpunkt ist es mir noch relativ gut gegangen. Wir haben nachher den Abstieg von Monte Viso auch noch seilfrei in einer recht guten Zeit auch noch bewältigen können. Am Ende der Schwierigkeiten ist dann aber ein rechter Lungenflügel kollabiert. Die Ärzte haben dann gesagt, dass ich wahrscheinlich eine Lungenembolie gehabt habe, vermutlich ausgelöst durch eine recht harmlose Covid-Infektion einen Monat vorher. Im Lauf des Abends und der Nacht haben sich dann Herzprobleme dazu entwickelt. Auf die letzten Meter zur Hütte hat mich dann mein Freund gestützt, der Bene, der bei dem Filmteam dabei war. Das war für mich eine sehr wertvolle und wichtige Unterstützung. Und so haben wir das nachher gemeinsam ganz gut geschafft und auch die Nacht gut überstanden. Aus sportlicher Sicht haben der David und ich genau das erreicht, was wir uns gewünscht haben. Wenn ich es jetzt aus persönlicher Sicht betrachte, finde ich, ist es etwas schwieriger zu definieren, das war jetzt ein Erfolg, ja oder nein, weil mit dieser doch recht bedrohlichen Erkrankung, die sich bei mir dann entwickelt hat, ist das natürlich nicht das gewesen, was ich mir vorgestellt habe und war jetzt auch nicht das Ende von der Begehung, was ich mir ausgemalt habe. Ich finde aber auch, dass sich Geschichten nicht unbedingt über ihr Ende definieren müssen. Das, was für mich von Bedeutung ist,
ist viel zu frei und auch zu vielseitig, um sich vorab eingrenzen zu lassen. Zum Beispiel, dass man das Ziel definiert, dass man einen bestimmten Gipfel in einer bestimmten Zeit erreicht. Die Momente, die für mich in Erinnerung bleiben, das können zwar diese spektakulären sein, die man sich davor ausgemalt hat, es können aber auch die stillen sein, die gewöhnlichen, die einem fast unbemerkt unterwegs begegnen. Zum Beispiel das Gefühl von kaltem Fels unter den bloßen Händen, das Gefühl, sich mit Vertrautheit und Leichtigkeit in die Berge zu bewegen, die Aussicht, jemanden bald in die Arme fallen zu können und vor allem auch in dem Gefühl, in der Morgendämmerung die ersten Schritte Richtung eines Traums zu tun, der mich jetzt seit 10 Jahren begleitet hat. Vor allem aber liegt Bedeutung für mich in dem, was der Patrick Béraud am Ende seines Buches als die große Motivation seiner Traverse durch die Alpen beschreibt. Und zwar sind es Solidarität, Freundschaft und die Freude am Leben.